Ja, ich habe, glaube ich, eine gute Nachricht mitgebracht. Die Frage Open Source oder nicht, der Drops ist gelutscht. Wer heute sagt, dass eine Firma keine Open Source nutzt, sollte mal genau nachgucken. Irgendwo ist es immer zugegeben. Die Frage Desktop ist noch etwas offen, aber an allen anderen Stellen finden Sie Open Source. Und darum ist es umso wichtiger, sich um die korrekte Nutzung von Open Source zu kümmern. Und das ist seit einigen Jahren mein Thema. Ich bin kein Jurist, ich bin bei der Deutschen Telekom als Open Source. Es war bekannt, dass ich mich seit langer Zeit damit beschäftige. Und es hieß dann immer, wenn irgendwas in dieser Sache auftritt, ja, frag doch mal den Reinke. Und so bin ich dazu gekommen, mich mit Lizenzen und der Nutzung von Open Source zu beschäftigen. Heute möchte ich Ihnen ein paar spezifische Herausforderungen vorstellen. Und wenn ich über Open Source rede, beginne ich immer mit diesem Satz. Man kann Open Source nicht kaufen. Stattdessen muss man das tun, was die Lizenzen von den Nutzern getan haben wollen. Und es geht sogar so weit, dass niemand Open Source kaufen kann. Das muss man gelegentlich im Management zweimal sagen, insbesondere wenn man mit dem Controlling zu tun hat. Warum ist das so? Das ist eine Frage der Definition. Es gibt eine Open Source Definition. Und gleich im ersten Paragraphen ist festgelegt, dass Open Source nur dann Open Source Software ist, wenn die entsprechende Lizenz für die Nutzung keine Gebühren verlangt. Auf diese Art und Weise erhalten Sie tatsächlich das Recht, Open Source Software frei zu nutzen, zu verändern und weiterzugeben. Die Open Source Definition ist entscheidend. Die hat eine ganz einfache Aufgabe. Die teilt nämlich die Menge aller Softwarelizenzen in genau zwei Bereiche. Die, die keine Open-Source-Software sind und die, die Open-Source-Software sein können. Es sind 10 Definitionen, 10 Merkmale, die in alle Lizenzen gerecht werden müssen. Und um eine Open-Source-Lizenz zu sein, gehört zusätzlich noch dazu, dass die Open-Source-Initiative, die OSI, diese Lizenz auch wirklich als Open Source Lizenz approved hat, anhand dieser 10 Kriterien. Sie haben das eigentlich einfach. Sie müssen nur gucken, wenn Sie wissen wollen, ob es Open Source Software ist, Sie müssen nur gucken, welche Lizenz, und auf der OSI in der Liste nachgucken, ist die da auch gelistet. Dann wissen Sie, das ist Open Source Software, und dann wissen Sie, dass Sie diese Rechte haben. Manchmal wird die Welt ein bisschen komplexer, wenn man genauer hinguckt. Wenn wir nämlich in die Welt der Open-Source-Lizenzen reingucken, dann sieht man, dass man sie durchaus nach anderen Kriterien clustern kann. Und eine der bekanntesten Methoden, sie zu clustern, ist davon zu sprechen, dass wir permissive Lizenzen haben, dass wir Lizenzen mit starkem Copyleft haben und dass wir Lizenzen mit schwachem Copyleft haben. Warum sage ich das? Um davor zu warnen. Es ist üblich, sich dann auf die Kategorien permissiv, Schwach-Copyleft und Stark-Copyleft zurückzuziehen und zu sagen, aha, dann muss ich ja nur. Der wichtige Punkt ist, ganz egal, was Sie über Open Source denken, in dem Moment, wo Sie eine Open Source Software nutzen, haben Sie genau das zu tun, was die einzelne konkrete Lizenz sagt. Und nicht, was irgendwie Kategorien darüber glauben, als Merkmale herausgefunden zu haben. Und dann wird die Sache wirklich komplex. Wir haben auf der OSI im Moment 69 approved Lizenzen. Und Sie alle wissen, dass das, was man tun muss, abhängig davon ist, was man, in welcher Situation man ist. Kann man ganz einfache Überschlagsrechnungen machen. Also wenn wir 5 Merkmale haben, also ich nutze sie, ich verändere sie, ich gebe sie weiter und so weiter, dann haben wir schon 345 verschiedene Möglichkeiten, Listen zu erstellen, was ich tun muss, um mich lizenzkonform zu verhalten. Das ist das Problem der Firmen. Sie müssen die Open Source Software, die sie verwenden, finden. Sie müssen sie beschreiben, sie müssen ermitteln, was man tun muss.
Sie müssen das beschreiben und irgendjemand muss das auch tun. Also, zwei Fragen entscheidend. Erstens für eine Firma, wer macht das? Wer konkret kümmert sich darum? Die Hoffnung, dass die Entwickler das tun werden, ist trügerisch. Entwickler lieben gute Software und die finden sie im Open-Source-Software-Bereich vielfach. Was sie nicht unbedingt lieben, sind juristische Lizenztexte und darüber nachzudenken, ob sie das, was sie jetzt gerade tun müssen, damit es besser funktioniert, auch tun dürfen. Und eine Frage für große Companies ist eine Meta-Frage: Warum ist das eine besondere Herausforderung für große Firmen? Die Antwort ist relativ einfach. Je größer die Firma, desto mehr Produkte. Je mehr Produkte, desto mehr eingebettete Open-Source-Software. Je größer die Compliance-Aufgaben, je stärker die Kosten, das zu tun. Und natürlich auch, je größer die Firma, desto größer die Lieferkette. Bei der Telekom ist das ungefähr so. Wir vertreiben unter anderem ganz tolle Handys. Die Swisscom hat auch tolle Handys. Das Samsung Galaxy S4, gefertigt in Korea bei Samsung, wie der Name sagt. Samsung nimmt sich Open-Source-Software aus dem Netz. Wir kaufen ein und sind Reseller. Also es sind keine geheimen Informationen, die ich hier bekannt. Kann man überall nachlesen und dann kann man eins und eins zusammenzählen. In dem Moment, wo Samsung uns etwas liefert, ist Samsung in der Pflicht, die Open-Source-Lizenzen zu erfüllen. Und zwar uns gegenüber. Wenn wir als Reseller mir dieses Handy verkaufen, sind wir, die Deutsche Telekom, dem Kunden gegenüber verpflichtet, die Lizenzen zu erfüllen, weil ich bekomme ja das Handy von der Deutschen Telekom und da ist die Open-Source-Software drauf. Und dann geht es natürlich noch weiter. Ich lade mir auch Apps down und auch noch andere Sachen aus dem Internet. Also ein ganzes Geflecht von Bedingungen, wie man Open-Source-Software gerecht werden muss. In der Deutschen Telekom, das will ich nur ganz kurz erzählen, haben wir drei Dinge getan. Wir haben uns ein Open Source Review Board anfänglich gehört, jeden einzelnen Fall durchgegangen und jeden Einzelfall analysiert hat, genau nach dem Zirkel. Wir haben aber auch die Erfahrungen, die wir gehabt haben, aufgeschrieben. Die Idee war, es müsste doch ein Handbuch geben, wo man nachschlagen kann. Das haben wir angefangen und natürlich haben wir aus voller Überzeugung dieses im Sinne einer Open-Source-Lizenz, aber nicht als eine echte Open-Source-Lizenz, freigegeben. Das ist eine Creative Commons Share-Alike-Lizenz. Man kann das betrachten als die GPL für Dokumente. Das bedeutet, Sie können dieses Dokument nehmen, Sie können es sich jetzt bei GitHub downloaden. Alle Quellen, alle LaTeX-Quellen sind dorthin. Sie können es sich kompilieren, wie man das halt bei LaTeX macht. Und Sie können das dann verwenden. Sie können es auch weiter bearbeiten, wie es sich gehört. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass ein 300-Seiten-Werk vollständig mit Listen und Tabellen nicht unbedingt das geeignete Mittel ist, Entwickler schnell mal dazu zu bringen, sich korrekt zu verhalten. Wir sind mit sanftem Druck darauf hingewiesen worden. Wir sind dem Druck gerne nachgegeben, haben eine Online-Version davon erstellt. Und die haben wir dann unter der AGPL freigegeben. Das heißt, auch diese Version dürfen Sie sich downloaden und für Ihre Sachen völlig verwenden. Und was sich dahinter verbirgt, will ich kurz demonstrieren, wenn es mir jetzt gelingt, mit Alt und Tab. Eine Sache, es gibt nichts Schlimmeres als die Rechner anderer Leute. Gut, hier haben wir dieses Online-Tool auch unter einer allgemeinen URL zur Verfügung gestellt. Jeder kann darauf, jeder kann es nutzen. Die Grundidee ist, Sie beantworten 5 Fragen und eine Lizenz und kriegen anschließend aufgelistet, was Sie tun müssen. Die Fragen sind zunächst einmal, geht das hier? Ja, USB-Maus. Die Fragen sind relativ einfach. Zuerst sagen Sie, ob Sie ein Programm oder eine Library oder ein Snippet oder Module verwenden. Dann entscheiden Sie, ob Sie das eingebettet, also in Ihrem eigenen Werk verwenden oder ob Sie das so distribuieren. Die SUSE ist ein Fall, die an dieser Stelle vielfach selbst bei einer Library sagen werden, wir geben die
unabhängig weiter, einfach nur, weil sie sie an sich auf der CD weitergeben und gar nicht eingebettet in einem Programm haben. Dann werden sie sagen, ob sie das verändert haben oder unverändert weitergeben. Und schließlich werden sie entscheiden, ob sie das weitergeben oder nur für sich selbst verwenden und dann, ob sie es ins Binary oder als Sources weitergeben. Und dann können sie eine Lizenz auswählen von denen, die wir bearbeitet haben. Und dann schicken sie die Anfrage ab. Sie kriegen einen Befund, dieses alles online, was sie, wonach sie gefragt haben. Und sie kriegen die Liste dessen, was sie tun müssen. Gut, jetzt gehe ich wieder zurück. All dieses können Sie in aller Ruhe ausprobieren, verwenden. Dieses ist eigentlich nicht das, worüber ich heute mit Ihnen reden wollte. Wir brauchen das allerdings für das, worüber ich reden wollte mit Ihnen. Wenn Sie auf die Schnelle irgendwas nicht haben mitschreiben, ich habe die Präsentation freigegeben. Alle Links, die dort drin sind, da drin. Wenn Sie sich kurz merken wollen, Sie finden auch alle Informationen unter dieser Adresse mit allen Links. Also keinen Stress mit Mitschreiben jetzt. Worüber ich mit Ihnen heute eigentlich reden wollte, ist das, etwas, was darauf aufbaut, über Tragödien von Open Source. Sie wissen, was eine Tragödie ist. Antigone, sie konnte ihren Bruder beerdigen und verletzt damit die Gesetze des Königs, oder sie kann den Gesetzen des Königs gehorchen und muss ihren Bruder auf dem Leichenfeld liegen lassen, was auch eine Verfehlung ist, und beide Verfehlungen waren mit dem Tode bestraft. Das ist das Wesen einer Tragödie. Antigone, Sophokles. Die gute Nachricht ist, Tragödien Open Source werden in der Regel nicht mit dem Tode bestraft. Das ermöglicht uns, das Ganze im Sinne eines Riskmanagements zu handeln. Dies ist der Frankfurter Hauptbahnhof und Sie sehen, was bei einer roten Ampel passiert. Jeder managt sein Risiko alleine. Und die erste Tragödie, über die ich mit Ihnen reden möchte, ist die Tragödie von JavaScript. Und zwar am Beispiel von jQuery. jQuery ist eine JavaScript-Bibliothek, die Sie quasi überall finden. Wenn Sie eine Site haben, in der JavaScript vorkommt, können Sie darauf wetten, dass jQuery dabei ist. Und es ist eine sehr gute Library. Bevor wir da auf die Tragödie zu sprechen kommen, müssen wir uns noch kurz klar machen, wie das funktioniert mit JavaScript. Und wir brauchen dazu einen Server, wahrscheinlich ein Linux-Gerät, es gibt auch andere Betriebssysteme, auf diesem läuft ein Webserver. Dieser Webserver liefert aus und er liefert Textdateien aus. In erster Linie HTML-Seiten, in zweiter Linie Bilder, keine Textdateien, und JavaScript. JavaScript sind auch Textdateien, die lesbar sind. Und auf dem Browser, den brauchen wir noch, der muss JavaScript-fähig sein. Das heißt, er muss sie interpretieren können, um die Seite dann entsprechend rendern zu können. Das Erste, was wir daraus lernen, JavaScript ist immer irgendwie Open Source. Einfach, weil man sie lesen kann. Sie ist aber bei dem, was wir am Anfang gehört haben, noch nicht richtige Open Source. Sie muss dazu lizenziert sein. Zudem gibt es eine Aufteilung dazu, wie man üblicherweise JavaScript verteilt. Es gibt die Möglichkeit, sie komprimiert als Datei übers Netz zu schicken und als Developer-Version. Was macht eine komprimierte Version? Nichts anderes, als alle Blanks wegzuschreiben und alle Linefeeds. Und dann ist das ein ganz langer String und dadurch wird sich der Traffic reduziert. Und sie muss lizenziert sein. Bei jQuery ist das interessanterweise so, dass es die MIT-Lizenz ist. Also die permissivste Lizenz, die wir haben, das ist die MIT-Lizenz. Aber auch die erwartet, dass man bestimmte Dinge tut. Der entscheidende Satz ist, the above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies and all substantial portions of the software.
Das heißt, wenn Sie eine Open Source Software haben, muss in dem Paket genau diese Lizenz mit drin sein. Das ist das, was die MIT-Lizenz fordert. Versuchen Sie mal, diese Lizenz in jQuery zu finden. Sie finden sie nicht in der compressed Version und Sie finden sie auch nicht in der unkomprimierten Version. Sie finden sehr wohl Copyright Line, Sie finden auch den Hinweis, dass es die MIT-Lizenz ist, Sie finden aber nicht den Text selbst. Ist auch völlig logisch, irgendwie ist das ja Byte-Verschwendung, wenn man eine Sache auf Traffic optimiert. Damit sind wir bei der Tragödie. Also, was können Sie tun? Sie können als Firma diese Library genau so verwenden, wie Sie sie bekommen haben. Der Vorteil ist, Sie machen keine Veränderungen. Der Nachteil ist, Sie nutzen sie nicht Open Source lizenzgerecht. Oder aber Sie sagen, okay, wir sind die Besseren in der Welt, dann heilen Sie das und fügen diesen Text hinzu. Und dann haben Sie erstens unnötige Änderungen, jedes Mal wieder, wenn es ein Update gibt. Und Sie erhöhen den Traffic Load. Das ist das Wesen einer Tragödie. Was immer Sie machen, es ist falsch. Was haben wir getan? Wir haben in der OSINT-Mailingliste nachgefragt. Ich habe auch dort den Link dazu gemacht. Jeder kann es nachlesen. Und wir haben eine Antwort bekommen. Und zwar von Mr. Sullivan, dem Direktor der FSF. Und der hat gesagt, erstens hat doch Richard Stallman da schon mal drüber geschrieben unter dem Titel der JavaScript-Trap. Und wir plädieren dafür, seht es nicht ganz so eng, macht in euren Seiten einen Link auf die Lizenz, erwähnt die Software, die ihr erwartet und erlaubt dem User, die Lizenz extra downzuladen. Das ist handelbar, genau das haben wir gemacht. Daran arbeiten wir, all die Seiten auszustatten mit so einer Floss-Component-Seite. Und trotzdem, wenn man die Lizenz ernst nimmt, ist es nicht korrekt. Aber das ist wieder das Wesen einer Tragödie. Es geht gar nicht korrekt. Was meine ich, worauf will ich hinaus? Wenn wir uns in Firmen mit Open-Source-Software beschäftigen, müssen wir davon ausgehen, dass die Pakete, die wir bekommen, nicht lizenzkonform aufgebaut sind. Auch wenn wir sie unter der Lizenz bekommen, kriegen wir die Materialien nicht so, dass wir sie lizenzkonform weitergeben könnten. Wir müssen uns verhalten. Und die gute Nachricht ist, die Open Source Community, die einen, ist sehr gutwillig. Die zweite Tragödie, auf die ich gerne eingehen würde, ist Maven. Maven ist ein wunderbares Tool. Maven nimmt Ihnen alle Arbeit ab, die Sie als Entwickler nicht tun wollen. Das Zusammensuchen der Bibliotheken, das Ablegen, das ist wunderbar. Es ist ein Tool, um Java-Applikationen zu generieren. Und wenn man die Sache korrekt verwendet, fällt hinterher ein fertig herausgebautes Jar-File raus, was man selbst weitergeben kann. Genau so funktioniert es. Wir haben wieder einen Rechner, nur diesmal ist es in der Regel ein Entwicklerrechner. Das wird natürlich meistenteils auch ein Linux-Rechner sein. Darauf läuft wieder ein Apache und ein Tomcat. Und Sie haben oft auch noch Eclipse als ein Entwicklungstool. Und Sie haben Maven dabei. Entwickler werden es in der Shell nutzen. Und der Kern von Maven ist, dass es mit dem berühmten POM-File arbeitet, in die der Entwickler hineinschreibt, welche Bibliotheken, welche Komponenten er in seiner Entwicklung benutzen will. Und was dann passiert, ist dieses. Maven selbst sucht im gesamten Internet, also in bekannten Repositories, nach Bibliotheken, nach Modulen, die benötigt werden, holt die aus dem Internet, schreibt die in ein lokales Repository rein und wenn man den Install-Lauf durchgemacht hat, erzeugt hinterher ein Jar-File, was selbst wieder verteilt werden kann. Und so wird oft gearbeitet. Das Problem ist, Sie wissen nicht, was in Ihrem lokalen Repository drin ist. Sie wollen das ja auch nicht wissen, darum haben Sie sich ja auf Maven eingelassen, weil das all diese tolle Arbeit macht.
Das bedeutet aber auch, Sie wissen nicht, was in Ihrem Jar-File drin ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass viele Open-Source-Pakete nicht lizenzkonform paketiert sind. Und wenn Sie so vorgehen, laufen Sie Gefahr, dass Sie ein Jar-File erzeugen, was nicht lizenzkonform aufgebaut ist, was Sie nicht lizenzkonform weitergeben. Und in der Konsequenz verlieren Sie die Rechte, die Software zu nutzen. Das ist eine Tragödie. Warum ist es eine Tragödie? Nun, Sie können sagen, okay, ich verteile meine Software nur in Form von Quellcode und Pomp-File. Kann man machen. Schiebt den schwarzen Peter des Kompilierens auf die Nutzerseite, weil der muss sich ja darum kümmern, dass er dann sich seine Pakete alle Open-Source-konform nutzt. Das ist nicht so dramatisch, weil die meisten der Lizenzen mit einer Ausnahme fordern in dem Fall, wo man es nur für sich verwendet, dass man nichts tut. Also dann ist es nicht notwendig, irgendwas zu tun. Deswegen ist das nicht so dramatisch, aber es ist immerhin ziemlich kundenunfreundlich. Die zweite Möglichkeit ist, Sie können Maven so nutzen, wie es vorgesehen ist. Dann können Sie aber ziemlich sicher sein, dass Sie incompliant Packages erzeugen. Oder Sie können sagen, gut, dann schließe ich mein Repository, ich lade mir einmal alles runter und dann biege ich das um. Ich zwinge Maven nur noch dieses Repository zu machen. Ich gucke mir jedes einzelne downgeloadete Paket an. Ich repariere das, was fehlt. Und der Effekt ist, dass Sie Maven nutzen, wie Ant eigentlich mal gedacht war. Mit anderen Worten, auch eine Tragödie. Was haben wir getan? Also wir gehen sehr radikal vor in einem Projekt, was bei mir läuft, ein Knowledge Representation Systems, auch Open Source unter AGPL und noch vielen anderen lizenziert. Wir verteilen das nur in Form von Source Code und zwar so, jeder kann sich es von Git downloaden und kann mit Maven das sich bauen. Und das ist für mich akzeptabel, weil solange ich im Entwicklungszyklus bin, habe ich sowieso keine Lust, Geld dafür auszugeben, dauernd irgendwie Pakete zu bauen. Später werden wir vielleicht mal Pakete, Binaries generieren. Dann allerdings werde ich gezwungen sein, genau das zu tun, mir jedes einzelne Paket anzugucken und zu sagen, ist es korrekt? Das ist die Tragödie von Maven. Die dritte Tragödie, über die ich mit Ihnen gerne reden würde, ist die AGPL. Die AGPL ist die Open-Source-Lizenz für Cloud-Software. Es ist die GNU-Affäre General Public License und sie ähnelt fast bis aufs Wort der GPL3 mit einer Ausnahme, das ist der Paragraph 13. Und dieser Paragraph 13 regelt, dass auch derjenige, also dass jemand nicht nur das Recht hat, den Quellcode zu bekommen, wenn er von mir eine Binärversion bekommt, sondern auch, wenn er über das Netz Kontakt zu dieser Software hat und mit ihr interagiert. Diese Lizenz ist dafür erfunden worden, um solche im Server, im Rechenzentrum laufenden Software trotzdem im Sinne der Open-Source-Gedankens als frei zugängliche Werke zu behandeln und aufrecht zu erhalten. Unglücklicherweise oder glücklicherweise sind die AGPL 3 und die GPL 3 sehr, sehr eindeutig, damit, wenn Sie davon reden, was Corresponding Source ist, also das, was ich ausliefern muss. Und Sie sagen, dass dazu alle Teile dazugehören, die zum Betrieb dieser Software notwendig sind, inklusive Build-Skripte, inklusive sonstiger Teile. Sie sagen allerdings auch, dass ein paar Dinge nicht dazugehören. Also System Libraries auf dem Betriebssystem oder allgemeine Tools, wenn sie frei zugänglich sind, braucht man nicht mit auszuliefern. Jetzt gucken wir uns das mal an für den OSCAD, den ich Ihnen eben gezeigt habe, wo ich Ihnen gesagt habe, dass wir ihn unter der AGPL freigestellt haben. Genau genommen rede ich hier von der OSCAD-Version 2.0. Die ist mittlerweile umgestellt worden, von PHP-basiert auf Python. Und dann haben Sie dieses Konstrukt. Wir haben natürlich selbstverständlich wieder einen Server.
Darauf läuft ein Betriebssystem, darauf läuft natürlicherweise ein Apache. Der hat das Mod Python mit drin, damit er Python-Skripte interpretieren kann. Und in diesem Konstrukt gibt es dann die Python-basierten OSCAD-Skripte und all dieses wird übers Netz ausgeliefert. Also es ist ohne Frage, was ich eben ausgeführt habe mit dem OSCAD 2.0, wir waren in Kontakt mit der Software. Also ich habe das Recht jetzt sozusagen von meiner Firma damit erworben, die Quellen dazu bekommen, weil ich das ausgeführt habe. Wenn Sie das machen, haben Sie das Recht auch. Das ist das Wesen von der AGPL. Die Frage ist, was müssen Sie bekommen? Nun, also das Linux-Betriebssystem wird sicherlich von dem Begriff der Lizenz System Libraries and General Purpose Tools erfasst werden. Das braucht nicht ausgeliefert zu werden. Auch der Apache selbst kann sicherlich als ein frei zugängliches Tool, was mit dem Werk selbst nichts zu tun hat, bezeichnet werden. Also auch dazu bräuchten wir die Quellen nicht ausliefern. Es ist klar, dass unsere OSCAD-Quellen, diese Python-Skripte und alle Dateien drumherum, dass die dazugehören. Was ist mit den Python-Standard-Libs? Man kommt nicht umhin zu sagen, dass sie nicht zu keiner dieser Kategorie gehören, die ausgeschlossen sind. Und das bedeutet, wenn Sie eine AGPL-Software auf Skriptsprachen anwenden, müssen Sie eigentlich, um die AGPL korrekt zu verwenden, eine entsprechende Skriptdistribution ausliefern, und zwar komplett. Also, wollten Sie OSCAD bekommen, müssten wir Ihnen eine Python-Distribution liefern. Sie sehen, das ist ein Drama, eine Tragödie. Ich kann entweder sagen, gut, ich mache das, ich liefere Ihnen das übers Netz, dann ist das für Firmen ein unhandelbarer Aufwand, um den Preis sich lizenzkonform zu verhalten. Oder man kann sagen, na gut, wir liefern nur den OSCAD selbst, und weiß, eigentlich beachte ich die Lizenzen nicht korrekt. Tragödie, was immer man macht, es ist falsch. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Trick angewendet, den nur wir anwenden können und den man normalerweise selten anwenden kann. Da wir die initialen Entwickler und die Copyright-Owner sind, haben wir schlicht in die Quellen reingeschrieben, unser Anspruch der AGPL nach unserem Verständnis geht genau bis Untergrenze der OSCAD-Quellen, aber nicht die Python-Libs. Wenn Sie in die Verlegenheit kommen, selbst einmal etwas unter AGPL zu veröffentlichen, tun Sie es. Machen Sie sich kurz Gedanken darum, wie weit geht eigentlich Ihrem eigenen Verständnis nach das, was Sie ausgeliefert haben wollen von anderen, und schreiben Sie es einmal auf. Weil das gilt dann zusammen mit der Lizenz als das Recht. Das können Sie natürlich nicht anwenden, wenn Sie eine unter AGPL-Lizenz veröffentlichte Software bekommen. Weil da sind Sie an die Lizenz gebunden. Die eigentlichen Copyright-Owner haben gesagt, wir möchten es gerne unter der AGPL-Lizenz nennen. Und damit sind Sie dabei, Sie müssen sich mit einer Tragödie auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, wir haben einfach einen Einstieg gefunden, als ob das alles problematisch ist. Die gute Botschaft ist, es ist ja gar nicht problematisch. Ich kann ja über diese Dinge nur reden und ich sehe in Ihren Gesichtern mit Schmunzeln darüber reden, weil wir alle wissen, es funktioniert. Über JavaScript diskutiert keiner. Und das Risiko, dass Sie wegen jQuery angegangen werden, ist nicht so groß. Und das Risiko, dass Sie da vor Gericht verlieren werden, selbst wenn Sie eingegangen werden, ist auch nicht so groß, weil das Verfahren, was wir angewiesen haben, ist, wir haben alles Mögliche getan. Zu Schadenersatz oder ähnlich, man jetzt auch im letzten Linux-Magazin orakelt wird, dass es in diese Richtung geht, das ist nicht so. Allerdings, wichtig wird das, wenn Sie Ihr eigenes Produkt als Firma vertreiben, als ein Open-Source-Binary,
dann kann es ernst werden. Und da ist man halt tunlichst geraten, per Risikomanagement abzuchecken, was der beste Weg ist. Und ich kann sagen, aus meiner Erfahrung mit der Deutschen Telekom, wir haben für alle Sachen einen guten Weg gefunden. Und jetzt habe ich doch richtig so einen Bogen gefunden. Ich bedanke mich.